Linda, hast du das gewusst? Nö, wir haben uns schon gewundert, dass ihr bloß so ein bisschen kommt. Ja, wurde abgesagt, wegen Wetter. Aha. Ja. Das wussten wir wirklich nicht. Das ist schlecht, sehr schlecht. Ja, ne? Es ist traurig, aber ich kann es nachvollziehen. Die ganzen historischen Kostüme sind alles Werte. Also es ist schon nachvollziehbar. Strömender Regen und eine Unwetterwarnung veranlassten die Organisatoren des Weißenfelser Schlossfestumzuges, am Sonntagmorgen den Umzug durch die Saalestadt abzusagen. Das erste Mal in 24 Jahren wurde dieser Schritt getan. Also wir haben natürlich ein Organisationskomitee an der Spitze Frau Schulze und wir haben uns heute früh gegen 8.30 Uhr, 9 Uhr in dieser Zeitspanne abgestimmt, nachdem mehrere Kostümgruppen abgesagt haben und ja, der Regen kein Ende nahm, letztendlich hier die Veranstaltung abzusagen und haben dann versucht natürlich über die verschiedenen Ketten, SMS, logischerweise Facebook oder auch WhatsApp, wie gesagt, alle möglichen Leute zu informieren. Tut uns wirklich leid. Aktuell ist allerdings immer noch die Starkregenwarnung da. Und Fakt ist eben leider, dass eben auch viele Kostüme, unter anderem auch meins, was ja geliehen ist, ja quasi mit einem Schlechtwetterverbot belegt ist. Das heißt also, die Verleiher möchten schon ganz gerne, dass diese historischen Kostüme eben nicht den Regen ausgesetzt sind. Schade, das schönste Wetter für so einen Umzug. Sehr bedauerlich. Ich weiß nicht, ob man mit der Entscheidung so gut leben kann. Teilnehmer und Zuschauer waren enttäuscht und so manche Diskussion kam auf, ob diese Entscheidung richtig war. Die Skeptiker wurden dann auch noch in ihrer Meinung bestätigt, als kurz nach 10 Uhr der Regen aufhörte. Und so gab es doch eine kleine Gruppe, die sich ihren Umzug nicht nehmen lassen wollte. Ja, wir sind traurig, wir haben aber das Beste draus gemacht. Wo seid ihr jetzt gestartet? Richtig an, in der Neustadt. Haarewärmer Straße. Und die Reaktion der Leute? Ja, sie sind natürlich traurig, aber ich kann das auch verstehen. Die teuren Barockkleider, das geht alles kaputt. Die sind alle aus dem Fundus und da muss man schon ein bisschen Rücksicht nehmen. Aber ich wollte zu Ihnen. Also wir als Badefrauen, für uns war das Wetter gerade richtig. Unverständlich für viele, die extra nach Weißenfels angereist waren und die Weißenfelser am Straßenrand war, dass die Organisatoren keinen Plan B vorbereitet hatten. Sowohl Zuschauer als auch Akteure wären mit einem verkürzten Umzug glücklicher gewesen als mit dieser Absage. Da half auch eine persönliche Entschuldigung des Oberbürgermeisters ziemlich wenig. Das tut uns wirklich wahnsinnig leid. Ich hoffe trotzdem, dass ganz, ganz viele Gäste, genauso wie Sie, hier hoch auf das Schlossfest kommen und mit uns gemeinsam den Tag verbringen. In dem Sinne, schön, dass Sie da sind. Ja, und dann nächstes Jahr zum 25. Ja, vielleicht machen wir das dann alles wieder gut. Bleibt nur zu hoffen, dass im nächsten Jahr zum 25. Schlossfest das Wetter mitspielt und Organisatoren und Teilnehmer sich vielleicht schon während der Vorbereitungen über eventuelle Ausweichvarianten verständigen.